Entering the Boardwalk. Okay, das ist das ganz normale aus Doom 2, das kennen wir. 289 Gegner und 5 Secrets, okay. Okay. Vielleicht doch ein bisschen Slaughter-Style, die Maps hier. Aber werden wir sehen. Werden wir ja sehen. Okay. Zack. Oh, da ist ja noch einer. Lol. Nicht schlecht. Stealthy hat seinen Zweck erfüllt. Nice. Perfekt, perfekt. Fängt doch eigentlich sogar ganz gut an. Wir haben eine hohe Gegnerdichte anscheinend. Das ist, glaube ich, nicht mehr anscheinend, sondern eher so ein offensichtlich. Was wir nicht haben, ist eine hohe HP-Dichte. Zumindest noch nicht. Heißt, wir werden hier doch ein bisschen vorsichtig sein müssen. Na, zack. Der Hitscannerino ist tot, sehr schön. Und als nächstes ihr. Perfekt. Okidoki, 3 HP ist nicht so viel. Wäre natürlich nett, wenn hier mal ausnahmsweise ein bisschen HP liegen würde. Ansonsten muss ich halt einfach nur sehr gut spielen. Oder halt ein bisschen sehr vorsichtig, I guess. Noch sind die Situationen ja durchaus so, dass man, ich sag mal, durch Aufpassen gar nicht so viel Gefahr hat. Also hier zum Beispiel kann ich definitiv sehr leicht einfach das hier machen, bis die Revenants tot sind. Und dann werden sie mich auch gar nicht treffen können. Aha. Das ist ein Secret, okay. Cool. Habe ich nichts gegen. Ich nehme das Secret gerne mit. HP war leider nicht drin, aber... Aber das ist in Ordnung, I guess. Noch sind die Situationen ja alle sehr handelbar. Aha. Ich appreciate auf jeden Fall schon mal die blaue Rüstung. Ja. Na, auf der anderen Seite ist kein Teleporter, na gut. Da brauchen wir die... Ah ne, wir haben die rote. Okay, never mind. Okay, müssen die Hitscanner loswerden. Sehr schön. Zack. Perfekt. Okay. Aha. Das ist auf jeden Fall ein Secret, okay. Oh, vorsichtig. Selbst so ein kleiner Zombie-Man kann mich jetzt hier kurz wegballern. Oh, der ist richtig sauer. Der ist ja mal richtig sauer. Und der Mankubus lässt es einfach machen mit sich. Du schaffst es. Du schaffst es. Ich glaube ganz fest an dich. Ich schaue mich mal ganz kurz hier nochmal um. Keine HP immer noch nicht. Wow. Aber das ist schon ein bisschen gemein. Das ist schon arg lang keine HP.
Ist hier auch was? Ha. Lol. Ist die blaue Karte dann generell ein Secret oder wie soll ich das verstehen? Oh, hat er ihn jetzt erwischt? Naja. Er hat tapfer gekämpft, da bin ich mir sicher. Hallo. Aber 3 von 5 Secrets schon mal und gut aufgeräumt haben wir auch schon. Was bringt mir das Secret jetzt, ist die Frage, außer die Kills? I don't know. I don't know. So, die blaue, wo brauchen wir die denn? Muss ich zugeben, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Oh lol. Da lag die ganze Zeit noch was für mich. Okay. Aha. Na, je nachdem, wo wir da nachher hinkommen, müssen wir uns vielleicht da daran ein bisschen orientieren. Mhm. Autsch. Ich werde erstmal hier alles töten, bevor ich den anderen Schalter drücke. Perfekt. So. Ups. Okay, es ist Pseudoperma. Na dann. Hier wird reingerotzt einfach. Sehr schön. Das hier nehme ich gerne mit. Ich hole mir auch hier noch kurz die Muni. So. Okay, ein großer Außenbereich. Ja gut, komm. Ich glaube, das Klügste ist tatsächlich hier einfach mal zu warten, bis die Gegner hier kommen. Dann einfach schön mit der Schrotflinte drauf. Nice. Oh, da ist echt noch einiges. So, das ist gut für mich. Okay, die Fenster machen nichts. So, die Hitscanner müssen wieder mal verrecken, wenn es geht. Ha, na gut. Shit. Perfekt. So, hier die Shotgunner da hinten auf jeden Fall auch wieder. Na, zack, das müssen wir mal kurz so regeln. Ich glaube, das ist gar nicht so dumm. Oh, fuck. Bin da nochmal reingerannt, das ist nicht gut. Na, come on. Ja, alles tot, nice. Wow. Wollte aber auch nicht verrecken. Oh, nice. Die Prügelfaust.
Sehr schön. Das freut mich doch. Jetzt geht's uns endlich ganz gut. Und dadurch, dass wir eine blaue Rüstung haben, geht's uns eigentlich sogar echt gut. Na, sehr schön. Jetzt mal gucken, ob wir es schaffen, dass die sich noch ein bisschen gegenseitig hassen. Oh, nochmal eine Rüstung, nice. Ja gut. Diese Einladung nehme ich gerne an. Diese Einladung nehme ich nur zu gerne an. Peng. Zack, zack. Meins. Alles meins. Oh, wir haben echt gut aufgeräumt. Wie sieht's denn hier aus? So, machen wir das hier noch so. Wunderbar. Perfekt. Ja gut, jetzt müssen wir nur rausfinden, wo wir die gelbe benötigen. Wo brauchen wir die gelbe Karte? Dann kann man hiermit noch irgendwas machen. Das sieht halt echt so ein bisschen suspekt aus, aber scheint nichts mehr zu machen zu geben. Das da oben sieht auch mehr so aus, als wären halt einfach nur Monster drin und das war's. Vielleicht müssen wir nochmal zurück. Vielleicht hat sich hier irgendwo was getan. Tatsächlich. Na, schön von hinten reinballern. Dann treffen die uns nicht. Moment ist jetzt sehr leicht. Au, das war wohl eine Verfolgungsrakete. Das habe ich falsch gesehen. Wow. Frech. Okay, das hier ist jetzt natürlich das mit der Soul Sphere, nehme ich an. Yes. Oh, und das sind direkt zwei Secrets. Das ist ja praktisch. Alle auf Anhieb finden, immer nett. Okay, da kommen wir nicht weiter. Zumindest nicht so einfach. Hier ist was. Aha. Das ist also nur Bait gewesen, ich sehe schon. Aber viel ist nicht mehr. Kills haben wir alle. Ah, jetzt ist man da oben. Okay, man würde auch hier wieder zurückkommen. I see. Was mich jetzt hier gerade wundert an der Sache ist, dass es mir gar nicht auf der Map angezeigt wird, dass da Teleporter sind. Naja. Anyway, zack. Ajo. Ja, ich würde sagen, die Map war in Ordnung. Vor allem im Vergleich zur letzten Map war die sogar sehr, sehr gut. Nee, aber man kann sich da, glaube ich, vom Ding her echt nicht beschweren. War wie, ne, nichts Bahnbrechendes so bisher dabei. Ich würde sogar sagen, dass qualitativ die ersten beiden Maps von der WoT bisher immer noch die besten waren, fast schon. Ich würde sogar sagen, die erste Map war tatsächlich bisher die beste.
Aber insgesamt, keine Ahnung, die einzige Map, wo halt so richtig, richtig schlecht war, war die letzte bisher. Und alle anderen sind halt mindestens irgendwo in Ordnung und das ist okay. Das ist okay. Aber ja, dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.